auch ziemlich laut hier, wenn ich da gleich alles zerstöre. Ich habe wenig Lust, da wieder irgendwie hinterher zu fahren. Günstig. Was? Ich dachte stehlen. Stehl die Karte. Der Rum ist ein bisschen gefährlich. Okay, zum Glück haben wir schon ein paar ausgeschaltet. Das ganze Geld gehört mir. Was? Give the money. Da bist du also. Ihr habt ihn kalt gemacht. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Nee, die hat noch Munition. Reicht das denn? Frage die Zugräuber. 16.000, kann denn das groß reichen? Wo? Hier. Ja. Vielleicht reicht das eher schon. Das wäre wunderbar. Ist er wieder recht über die Brücke? Bin ich gerade über die Brücke gefahren? Aber die ist einfach doch. Ja.
zusammen mit drei seiner Stabsoffiziere und der Hubschrauberbesatzung. Ein Army-Sprecher sagte, alle 8 Leichen wurden geborgen. Der Hurensohn hat mich in der Klappe. Hier, Mann, du Stück Scheiße! Ich gehe in Deckung! Frieden, sondern das Schwert! Rennt! 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 Gute Nacht, Arsch! Ich bin hier. Sag, was los. Ah. Oh. Dann wollen wir mal. Ich stecke hier. So sterbe ich nicht. Nicht so. Gib ihm Saures. So sterbe ich nicht. Nicht so. Er ist hier. Jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben. Verdammte Kacke. Das weh. Das Arsch. So, Schießstand. Wollen wir doch mal hier meine Munition wieder auffüllen. Hier keine Pistole. Ach, hier, plus 28. Droid ist auch dafür. Sonst nix. Okay, dann nehmen wir uns das Geldchen noch. Und den hier noch. Das war's. Da ist die Straße, wo ich mein Auto hingestellt. Egal. Und ich mir eins. Einmal. Der Henk weiß, wie sie dann einem passt, besonders gut auf den Duft. Panzerte Limousine. Ich bin im Bayou und brauch was. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ei. Willst du was einzahlen, Darling? Bonsoir, Chef. Einmal Auto, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. Danke. Danke. Das Zeichen unten.
Null von was? Null Brieftaschen. Null Türen. Null Papiere. So Geld, ja, logisch. Ich habe ja nichts im Portemonnaie. Das sehe ich nicht so oft. Wieso fahren die da immer nach links? Mal einfach rechts überholen. Hüpf, hüpf. Ganz anderes Gefühl, mit so einem Wagen hier hochzufahren. Weil sogar er kämpfen muss. Wir sind bei Conny zu Hause in seiner coolen Bude. Pizza. Oh. Guck mal, der hat sogar einen Teller für mich. Verdammt, du schindest Eindruck, Kleiner. War nicht bös gemeint. Hör mal, Santini mag's gar nicht, wenn Leute meinen, sie bräuchten für Schutz nichts zu zahlen. Und anscheinend traut ihm keiner mehr zu, dass er die Waffendeals durchzieht, wie sonst. Das hat ihn bestimmt ziemlich sauer gemacht. Lässt ihn, Enzo und Marcano ganz schön schwach aussehen. Geh mal rüber zum Güterbahnhof. Santini ist gerade dort und überlegt, was er machen soll. Mach's gut, Conny. Immer schön sauber bleiben. Also zum Güterbahnhof. Geht. Diese Schienen sind sehr, sehr genau. War ich doch schon mal. Oh, hab ihn entdeckt! Mach dich fertig, Arschloch! Okay, das wird ein bisschen lauter als sonst. Ich gehe einfach über die Hintertür rein. Dann bin ich schon mal oben. Buddy. Da. Die Verstärkung ist wohl da. Dann
Ich verpiss mich! Das hat bestimmt wehgetan! Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Fuck! Nicht meine Pistole, ey. Ich hab ihn, kommt hier! Hab ich nicht. Versucht mich kalt zu machen! Ja, da habe ich jetzt vier Leute. Ich dachte wirklich, ich könnte das hinbiegen. Schätze, du lagst falsch. Waffengeschäfte gesichert. So, Cassandra kriegt den. Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Meine Männer räumen nicht gern auf, wenn sie auf der Party nicht eingeladen waren. Wir machen das. Aber dann geht der Bezirk an uns. Und besetzt. Ja, ist doch schön. Ach, der Bart. Warum bin ich Priester geworden? Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse, jedes Trauma, all das wirst du nicht mehr los. Klar kann man versuchen, sie zu vergessen. Eine Zeit lang, aber wenn das Nächste daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir umschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann. So, alles cool mit uns. Optionaler Auftrag freigeschaltet. Wo bin ich jetzt? Was für ein Scheiß. Raus hier. Ah, Medizinschrank. Den nehme ich doch mal mit. Ah, das gilt. Oh, ja, Panzer. Geil. Nehme ich auch alles mal mit. Die mich verarscht. Da in der Ecke. So. Wie komme ich hier raus? Durch das Tor. Das ist eine gute Idee. Hopp, ein bisschen körperliche Tüchtigung. Ich besuche dich. Dieses Arschloch. Rennst du mit ihrer Tasche? Verpfeif du mal. Hallo? Ja, hier unten ist die Kacke am Dampf. Alle verfügbaren Einheiten. Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in Barclay Mills. Bitte überprüfen. Maria, hallo. Nicht das, was ich erwartet habe. Du auch nicht. Wie stehst du überhaupt da?
Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich? Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen, aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay. Was haben wir denn hier schon? Ach, da hinten ein Ziel. 50.000 Schaden. Oh je. Yeah. Ich fahr mal rechts rüber, damit mich die anderen überholen können. Aber jetzt bin ich auch schnell genug für beide Spuren. Der steht da echt ungünstig. Oh Mist. Na, guck, wie ungünstig der steht. Sabotier, das kann ich manchmal. Das da oben. Da steht nur einer. Das ist die Schwierigkeit daran. Ich muss einmal rum. Du wirst befördert, wenn der Alte findet, dass du soweit bist. Gedulde dich noch ein bisschen. Weiß nicht, Mann. Vielleicht sollte ich mehr schleimen. Ja, wenn ich du wäre, würde ich weniger Ärsche küssen. Wie meinst du das? Als du die Frau vom Boss getroffen hast, weißt du noch, was du da gesagt hast? Ja, ich habe sie gefragt, wann ihr Baby fällig ist. Ach du Scheiße. Wenn sie nicht gerade einen Namen aussucht, darfst du nie fragen, wann das Baby fällig ist. Warum kommt er jetzt in meine Richtung? Muss er sterben oder nicht? Ja. Der. Und der. Ich habe eine Frau und Kinder, bitte! Ich habe eine Frau und Kinder, bitte! Lauf weg! Lassen Sie mich einfach in Ruhe, bitte! Lassen Sie mich einfach in Ruhe, bitte! Okay. Ich will hier nicht sterben! Dann gehe ich hier. Verschone mich, bitte! Bloß schnell weg hier! Lauf! Allmächtiger, weg hier!
sah aber noch jung aus. Jetzt hör doch auf zu schreien. Wenn sich noch einer von den Stümpern mit diesem Säurescheiß bekleckert, tu ihm einen Gefallen, du löst ihn gleich von seinem Leiden. Markey sah aus wie eine verfaulte Tomate, als er endlich abkratzte. Scheiße, jetzt muss ich aber schnell weg hier. Yes. Ich habe mich zurückziehen. Geh einfach zum Ende. Das ist deine eigene Schuld. Wir sind unter Beschuss. Komm sofort her. Auf die andere Seite. Auf ihn. Säureattacke. Tausend noch übrig. Oh Mann. Knapp der Kiste. Sie hat was übrig für den alten Papi. Scheiße! Wohl besser die Bullen zu rufen! Nee, ist gar nicht besser. Hallo! Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Mölke verteilt. Nach dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt! Du hast keine Chance, sie abzuschütteln! Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. Okay, ich verschwinde mal hier entlang. Wie? Da kommen jetzt Polizisten. Ich kann nicht ins Wasser zu den Krokodoks. Krokodoks dealen. Scheiße. Warum sind denn da hinten Polizisten, verdammt? Ah, der ist schon verreckt. Geht ins Wasser und wurde geschnappt. Ja, warte ich jetzt hier einfach. Schön. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Gut, das ging ja noch einigermaßen schnell. Der wieder nicht hoch. Nichts gemacht. Ich will zur Straße zurück. Back to the road. Aber schon ganz schön anstrengend hier, ne? Ich verpfeife dieses Auto.